Ganz herzlich willkommen zu Plenum TV hier bei ATV. Während im Bundestag Schaukämpfe mit stiller Progression und dem Freihandelsabkommen stattfinden, sind bayerische Abgeordnete mit Sachpolitik beschäftigt. Und das kann sich lohnen. Zum Beispiel bei der sogenannten Dokumentationspflicht im Pflegewesen. Das ist so ein Bürokratie-Moloch. Die Pflegestandards müssen nämlich vom Personal aufwendig protokolliert und überwacht werden. Und da bleibt immer weniger Zeit für die Patienten. Diese Dokumentationspflicht soll nach einem Antrag der CSU deutlich verringert werden. Ich denke, es ist unsere Aufgabe, die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass wirklich das Pflegepersonal sich wieder auf die eigentlichen Aufgaben konzentrieren kann. Wir sind der Meinung, dass es in dem Umfang, wie es momentan ist, nicht nötig ist. Man muss es hier verschlanken, damit wir eben auf die Art und Weise Zeit frei schaffen, um am Menschen zu sein, damit die Pflegekräfte sich um die Menschen kümmern können und nicht nur um den Bürokratieaufwand. ISA 2, Gund Remmingen, Grafenrheinfeld. Nach Stilllegung sollen auch die bayerischen Atommeiler in eine Stiftung übergehen. Nachsorge und Entsorge sollen dann vom Staat erledigt werden. Mit allen Risiken. Das haben jetzt die Betreiber vorgeschlagen. Die Freien Wähler fordern die Staatsregierung zum erbitterten Widerstand gegen dieses Stiftungsmodell auf. Es wäre noch schöner, wenn die Atomkraftbetreiber, die jetzt wirklich sehr viel Geld gemacht haben und die auch durch Subventionspolitik entsprechend gefördert worden sind, sich jetzt ihrer Verantwortung entziehen würden. Ich bin der Meinung, sie müssen entsprechend herangezogen werden und die Rücklagen, die sie bisher angesammelt haben, die müssen sichergestellt werden, dass sie für den Prozess zur Verfügung stehen. Aber ich denke, es kann kein Ansatzpunkt sein, dass wir die Betreiber, die ja auch die Gewinne einfahren aus der Kernenergie, dass die Risiken der Betreiber auf den Schultern und auf Kosten der Steuerzahler reduziert werden. Und das war's von Plenum TV mit den aktuellen Themen aus dem Bayerischen Landtag. Wir sehen uns dann kommende Woche wieder hier bei ATV.